Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Clicker Heroes? Ja, es ist mein Ernst. Und es ist so traurig, dass ich dieses Spiel überhaupt spiele. Es ist kostenlos auf Steam zu haben. Für alle, die nach diesem Video Bock drauf haben, guckt es euch am besten gar nicht erst an, denn es fesselt doch ein bisschen. Ich bin mittlerweile Level 105 und bei einem Endgegner Kartoffel, Big Angry Potato, und es ist eine Miss Big Angry Potato. Und man klickt einfach nur auf Gegnern herum. Yeah! Gegner herumklicken! Gegner! So, und da das nicht genügt, wenn man selber klickt, hat man hier links ganz viele kleine Helferlein, die dieses HP ganz langsam runter senken. Und auch wenn man nicht spielt, hier oben schön Geld sammeln. Und gucken wir mal, wir können jemand heiern. Zack! Dann geht es nämlich schon alles sehr viel fluxer und man schaltet solche Power-Ups ein, dass man noch weniger klicken muss. Ist das nicht geil? Den werten wir doch gleich mal auf, hier bis Level 6. Hier kann man schön aufwerten, die Leute. Ich mache das meistens so bis 200 irgendwas. So, und dann geht es auch fluxer. So, und dann geht man zum nächsten, dann muss man immer 10 Gegner besiegen pro Level. Wertet seine Leute auf, kauft irgendwelche coolen Sachen, die einem noch helfen, noch mehr Geld zu scheffeln. Und das war's auch schon. Super, oder? Und nächstes Level. Und dann kann man auch noch hier sagen, man macht hier die ganzen Sachen an. Voll mit Strategie. Klickt dann einfach nächstes Level. Sodass die Gegner überhaupt keine Chance haben. Zack, nächstes Level. Und sammelt Kohle. That's more. So, und Level 10 und dann gibt es wieder einen Boss, der dann wieder sehr langsam geht. Tja, man kann natürlich auch mit echt Geld Zeugs kaufen, was ich aber für Blödsinn halte. Und ja, das war's von Clicker Heroes. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Jan. Und wir sehen uns. Bis auf dann.